war tatsächlich schon in so vielen Ländern auf dieser Welt, aber ich habe noch nie einen Fuß in die Staaten gesetzt. Deswegen ist es irgendwie nochmal was ganz Besonderes. Ich weiß auch nicht. Es geht los. Wir packen. In 40 Minuten ist Übergabe und ich bin zugegebenermaßen etwas emotional. Aber irgendwie ist es diesmal anders. Ich habe eben auf dem Balkon gestanden, wir haben ja eine saugeile Aussicht. Es ist schon, fällt diesmal ein bisschen schwerer als sonst. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, alles hat irgendwann mal ein Ende, jede Phase geht irgendwie vorbei und danach folgt auch eine andere gute Phase. Und wahrscheinlich werde ich auch mindestens genauso traurig sein, wenn ich aus der USA wieder ausreisen muss. Ja, so ist es. Aber auch das gehört halt nun mal dazu. Hallo, ich bin's, Tim. Hallo, Tim. Ich habe dir beim Umzug geholfen. Und es ist soweit, wir verlassen Stralsund. Ladies and gentlemen, welcome to New York, Newark Liberty International Airport. The local time is currently 9 p.m. and the outside temperature 30 degrees Celsius. Ich kann es noch gar nicht glauben, dass ich das sage, aber welcome to New York! Wenn man in die Gebäude reingeht. Also die haben die Klimaauflage auf, keine Ahnung, 15 Grad gestellt oder so. Und hier draußen sind es halt 30, 35. Das ist noch krass heiß in Asien. Ja. Ich dachte, die übertreiben schon, aber unser Haus gestern im Airbnb. Das war ein Kühlschrank. Wir kamen da an, das war wie so gegen eine Wand oder so, ey. Wir heizen ja bei uns zu Hause die Bäder. Hier kühlen sie die Bäder. Ja. Kleines schönes Eckchen im Central Park gefunden. Direkt mit wunderschöner Aussicht. Also wir haben ja echt Glück gehabt, dass wir die freie Bank hier gefunden haben. Also ich wollte ja schon immer mal nach New York, eigentlich in der Weihnachtszeit, aber im Sommer ist es jetzt auch ganz okay. Es ist halt sehr heiß, wie wir eben schon gesagt haben. Erster Eindruck. Puh, es ist viel los, es ist voll, es ist auch ein bisschen erschlagend, würde ich sagen. Aber ich hatte ein bisschen Angst, dass New York mir zu viel sein wird. Es ist aber Gott sei Dank bisher noch nicht der Fall. Also mal schauen. Aber schon 2020 das erste Mal geschlossen, nachdem sich drei Leute im gleichen Jahr das Leben genommen haben. 2021 wurde es wieder geöffnet unter der Bedingung, dass jeder, der dort hochgeht, mit mindestens einer weiteren Person hochgehen sollte. Daraufhin, zwei Monate später, hat sich wieder jemand das Leben genommen und jetzt ist es permanent geschlossen. Also man kann jetzt hier noch rein, aber nur noch unten. Und der Rest ist geschlossen. Weil man keine Sicherheitsvorkehrungen treffen möchte, zum Beispiel Netz unten rein. Ja. Warum auch immer. So. Schade. Wir laufen jetzt gerade über die High Line und das ist mal früher eine Bahnstrecke gewesen, die sie jetzt stillgelegt haben. Man sieht auch immer noch die Schienen teilweise. Und jetzt quasi so als Stadtpark, der über 2 Kilometer Distanz geht. Ja, ist echt schön hier. Also die haben ja alles gepflanzt und neu gemacht.
Das ist cool, was man aus so einer alten Schiene machen kann. Tag 2 in New York, beziehungsweise noch in New Jersey. Das ist nämlich da, wo wir eigentlich schlafen. Wir fahren dann immer jedes Mal mit dem Bus rüber. Es ist auch schon eigentlich nicht mehr morgen. Es ist schon 12.30 Uhr. Mal schauen, wie der Tag heute so wird. Haben auf jeden Fall noch einiges auf der Agenda. Schon im Video gesehen. Wir befinden uns jetzt gerade am World Trade Center an dem 9/11 Memorial. Ja, ich habe es in vielen YouTube-Videos schon gesehen, aber wenn man dann in echt hier ist und das sieht, ist es dann doch nochmal eine andere Hausnummer. Also es fühlt sich auf jeden Fall, ich kann es gar nicht beschreiben, es fühlt sich krass an. Die Namen sind überall auf den, an der Seite aufgeschrieben und wenn jemand Geburtstag hat, dann stecken die liebevoll eine Rose in den Namen hinein, um an ihn zu bedenken. Was die amerikanischen Flaggen in den Namen zu tun haben, das habe ich jetzt noch nicht rausgefunden. Vielleicht finde ich es ja noch raus. Aber es ist auf jeden Fall schon echt krass. Bei der Ausblick von der Staten Island Ferry, die ist kostenlos und die fährt jede halbe Stunde, also es dauert immer 25 Minuten ein Weg, dann 5 Minuten Umsteigezeit und dann wieder 25 Minuten zurück und man hat echt eine geniale Aussicht auf die Freiheitsstatue und auch auf die Stadt. Ich würde empfehlen, bei der Rückfahrt auf jeden Fall vorne zu sitzen, also nicht rechts oder links an der Seite, sondern direkt vorne, da hat man wirklich einen Blick auf alles. Mega genial und das for free. Ich meine, das muss man ja wohl machen, oder? Jetzt geht's hier am Wasser entlang weiter zur Brooklyn Bridge. Die liegt hier auch schon direkt vor uns. Also ja, okay, gut. Da bin mal gespannt, wie voll es sein wird, weil es ist nicht nur Sonntag, sondern auch schon 5:30. Naja, man kann nicht alles haben. Planänderung. Wir waren gerade eben am Anfang der Brücke und es war einfach unfassbar voll. Da gehe nicht mal ich drüber. Also nee. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, wir gehen zu Chinatown. Und da gibt es vegetarische Dumplings. Aha. Thank you.
wunderschönen Ausblick beende ich jetzt dieses Video. Damit auch den Vlog aus New York. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, das zuzuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, dann aus einer anderen Stadt.